Ja, servus und hallo zum nächsten Video. Ja, wir haben Sonntag, den 30. Januar. Der erste Monat von mir schon fast wieder rum. Haben wir gleich wieder Februar. Und ja, was machen wir? Sonntag, sagt er. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Ich habe einmal vor einiger Zeit ein Video gemacht. Da war ich damals durch hinter einem Stall gestanden und habe geschrudert. Und das war eine Premiere. Das heißt, ich konnte live bei dem Video dann dabei sein, konnte schreiben, während das Video gelaufen ist. Und dann waren da drunter Kommentare. Da hat sich dann einer aufgeregt, sag mal, warum erbest du am Sonntag? Muss das sein, dass man am Sonntag erbt? Oder wusste sogar beim Gruppen, das könnte auch sein. Und dann habe ich damals geschrieben, ja, es ist Sonntag, aber ich bin nicht beim Erben, sondern das ist ein Video, was da läuft. Und ich bin jetzt live da dabei, weil es eine Premiere ist. Hat er scheinbar irgendwie nicht verstanden, keine Ahnung. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall wurde da so ein riesen Heckmeck mitten am Sonntag erben. Tja, nun haben wir wieder Sonntag. Und heute ist es aber tatsächlich so, dass ich erbe. Ja, warum erbe ich am Sonntag? Wie kann man sich das erlauben? Wie kann man sich da dazu erdreisten, um Sonntag was zu erben? Ja, also ich meine, den Stall muss ich machen. Ich habe Viecher. Die wollen auf jeden Fall um Sonntag was zu fressen. Weil denen kann ich nicht sagen, Leute, passt auf, heute ist Sonntag oder heute ist Feiertag, heute ist Weihnachten, heute ist Silvester, heute ist Neujahr oder sonst was. Heute komme ich nicht zu euch. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die suchen sich nicht allein. Die wollen Ansprache, die wollen was zu fressen, die wollen was zu saufen. Egal, ob das ein Feiertag ist, ob das ein Sonntag ist oder scheißegal, da kann da unten eine Beerdigung ablaufen. Die Viecher wollen das ja trotzdem Futter haben. Das macht sich halt nicht vor allein. Also, die Arbeit habe ich auf jeden Fall immer am Sonntag. Ja. Okay, ja, dann muss er das halt machen. Ja, aber heute muss ich ein wenig mehr machen. Ihr wisst, ich gehe 4 Tage die Woche erben Vollzeit. Nee, Teilzeit eigentlich. Also 4 Tage gehe ich erben. Und nach Freitag habe ich immer frei. Und dann habe ich Wochenende. Ja, dann werden jetzt einige sagen, ja, warum musst du dann jetzt da um Sonntag was erben? Du hast ja schließlich den Freitag frei, kannst du am Freitag der Arbeit machen. Richtig. Da ist wohl was dran. Funktioniert aber leider nicht immer. Wir haben jetzt zum Beispiel wieder den Fall, ich brauche ein Schrut. Ich muss schruten. Anladung habe ich in der Tonade hüben schon, das ist für die Hühner auf, oder? Da drüben muss ich jetzt noch Anladung schruten für meine Schweine in den Flügels. Das brauche ich. Die wollen auch Futter, weil das Futter leer ist. Und wenn es leer ist, muss ich dafür sorgen, dass wieder ans herkommt. Ich konnte nun in einen Schweinestall gehen und sagen, heute ist Sonntag. Ich habe kein Futter mehr im Fass drin. Müsste halt bis Montag warten, dann kriegt der Montag erst wieder was. Funktioniert mit Sicherheit wunderbar. Die sind bestimmt voll begeistert, die Schweine. Und verstehen das überhaupt nicht. Und dann fangen sie das Quieken, Kreischen und Machen an, weil sie was wollen. Jetzt waren dann eigentlich auch sagen, ja, warum hast du dein Futter dann nicht gestern schon geschrudet am Samstag oder am Freitag? Tja, ich habe am Wochenende oder am Freitag noch andere Arbeiten gehabt. Ich habe mir unten die Halle eingeschürt. Das ist nicht auf diesem Video. Ich habe geschaut, dass ich einen alten Hosenstall herrichte, den wo wir brauchen. Da musst du neue Bretter rein, da musst du neue Rückwand rein und und. Das sind Arbeiten, da brauchst du die Kreise, da brauchst du die Oberfräse, da brauchst du alles Mögliche an Werkzeug, was einen Haufen Lärm macht und laut ist und sonst was. Und das ist halt eine Arbeit, die kann ich auch nicht am Sonntag machen. Ja, dann hättest du halt erst dein Schrut gemacht und hättest es dann gemacht. Nee, eben nicht. Hat nicht funktioniert. Ich habe am Freitag meinen Stall gemacht, zu früh und zu abends. Und ich habe zwischendrin auch das Zeug gebaut und habe eigentlich keine Freizeit gehabt. Am Samstag dasselbe Spielchen. Wir haben den Allgäuer wieder zusammengebaut. Nein, auch davon gibt es kein Video. Das gibt es bloß in der WhatsApp-Gruppe drin. Ich habe da schon mal gesagt, also eine Kanalmitgliedschaft oder sowas oder Werbung schalte ich auf meinem Kanal nicht. Ich verdiene auf die Art und Weise kein Geld. Und eine Kanalmitgliedschaft gibt es eigentlich bei mir bloß über die WhatsApp-Gruppen, weil da gibt es da ein paar Zusatzinhalte, die halt die anderen Leute auf YouTube nicht sehen. Falls jetzt da an der Stelle irgendjemand sagt, wie kommt man in die WhatsApp-Gruppen, schreibt mich über Facebook oder über Instagram an. Dann kann ich euch gerne hinzufügen. Dann lässt sich das einrichten. Und dann werden wir das sehen. Ansonsten, ihr könnt es auch unten drunter schreiben. Ich habe auch ein paar, wie sagt man, Administratoren,
in meine WhatsApp-Gruppen drin, die durchaus auch Leute mit hinzufügen können. Dann müsst ihr es halt unten drunter schreiben und vielleicht setzen sich dann meiner Leiter oder mit euch in Verbindung. Warten wir sehen. Aber wie gesagt, schreibt mich am besten direkt an. E-Mail-Adresse gebe ich an dieser Stelle hier nicht preis, könnte ich natürlich auch, wird es aber nicht geben. Über Facebook oder Instagram oder alternativ, ja, man könnte ja sagen, ihr könntet ja unter YouTube eure Telefonnummer drunter schreiben, könnt ihr euch hinzufügen, aber das machen wir auch nicht. Das will ich ja auch nicht. Ja, wie gesagt, schreibt mich doch am besten irgendwie an, über eine private Nachricht und dann lässt sich das einrichten. So, jetzt aber wieder zu was an. Also wie gesagt, am Samstag haben wir den Allgäu jetzt angebaut. Da hat die Zeit auch nachgefällt, abends mussten wir noch einkaufen. Ich habe es zeitlich nicht geschafft, ich bin nicht zum Schruden gekommen. Es ist nicht gegangen. War mir nicht möglich. Ich habe gestern IBC-Container gewaschen. Ich habe da draußen ein paar neue Arme, da wo Klopulver drin, die sind gescheit ausgefleit worden. Die habe ich geschenkt gekriegt, leere Arme. Die wurden schon mal gespült, ich habe es auch ein Haas ausgedampft. Und das habe ich alles gewaschen. Und bis ich mit der Arbeit fertig war, ja, es war schon wieder dunkel, es war schon wieder abends und dann, ja, schaffst halt einfach zeitlich nicht. Da habe ich es nicht geschafft. Und jetzt ist halt die Arbeit dummerweise liegen geblieben, Futter brauche ich. Also musste ich jetzt dann entscheiden. Schaust jetzt, dass du mit dem Futter hinkommst und die Viecher dann erst am Montag was gibst? Ist blöd? Oder machst du es am Sonntag? Sagen wir es mal so: Die Schrotmühle, wo ich da habe, die Hamemühle, hat einen Elektromotor drauf. Ja, die wird mit Sicherheit gleich ein bisschen Lärm machen. Wenn ich die Tür ein wenig nur mache zum Erben, dann wird es aber nicht groß auffallen. Dann ist es nicht sonderlich schlimm. Ich sage einmal so, wenn du dann aus dem Stall da hinausgehst und du läufst da mal 10, 20 Meter vom Stall weg, dann ist es ein Brummer wie vom Staubsauger, der irgendwo läuft. Ja, wie gesagt, ich will sie mir vermeiden. Ich will so wenig Arbeit wie möglich am Sonntag machen, die laut ist. Ich will selber so wenig Arbeit wie möglich am Sonntag machen, weil ich ja irgendwann Freizeit will. Aber es lässt sich halt nicht vermeiden. Das ist, wie gesagt, für einen, der Viecher hält, sowieso immer ganz schwierig. Der hat nie in dem Sinne an freier Tuch, wo er sagt, der muss nichts machen. Aber ansonsten auch die ganzen Landwirte, wo man so kennt. Ihr braucht nur mal rumfragen, sei es in der Ernte oder sonst was. Du kannst nicht danach gehen, es ist ein Feiertag und du kannst nichts erben. Wenn am Pfingsten das Wetter schön ist, dann muss ich am Pfingsten mehr, dann kann ich nicht warten und kann sagen, naja, Pfingsten ist das Wetter schön, aber ich warte jetzt noch und am Donnerstag soll es aber dann schon regnen zum Beispiel. Dann hast du den Pfingstmontag, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, sagst du am Pfingstsonntag, okay, bis Donnerstag soll das Wetter schön bleiben, könnte ich mal heu machen. Ja, dann kannst du natürlich hergehen, kannst sagen, okay, ich warte jetzt bis Dienstag, weil es sind ja Feiertag und mehr nicht. Es wird schon hoffentlich dann Dienstag, Mittwoch trocken werden. Ja, die Realität schaut aber anders aus. Dann warst du dich halt dazu entscheiden, okay, du mähst es am Sonntag. Du musst es am Sonntag dann einmal durchheuern. Du musst es am Feiertagsmontag durchheuern. Du musst es am Dienstag durchheuern und am Mittwoch musst du es einfahren. Das ist einfach so. Es fällt halt auf den Feiertag. Das ist auch, wenn du in der Getreideernte oder was bist, wenn es Getreide rein muss, weil es trocken ist und es ist schlecht Wetter vorausgesagt oder sonst was oder es passt halt gerade. Dann war das gleich gemacht und nicht nur, weil Sonntag ist, ja, warten wir noch und dann kommt vielleicht eine Hagelschauer oder sonst was und dann hast du kein Getreide mehr. Das sind halt so Punkte, die gehören dazu. Das ist einfach so. Wir sind auf dem Land. In der Stadt drinnen, da fährt jeden Tag ein Bus, da fährt jeden Tag ein Auto unten am Fenster vorbei und auf dem Land, da gibt es halt Hühner, die gaggen, da gibt es Kühe, die schreien. Und da gibt es auch einmal Landmaschine oder allgemein an einen Lärm wie in der Stadt, aber es gibt halt auch einmal einen Lärm und es sind Arbeiten, die halt gemacht werden müssen. Gehört wie gesagt dazu. Wer jetzt an der Stelle kommt, ich bin nur zu blöd zum Planer und ich beherrsche das ja alles nicht, das soll mir wurscht sein, das geht mir am allerwertesten vorbei. So jetzt an der Stelle auch mal so wie es ist. Ich plane so gut wie es möglich ist, es funktioniert. Also heuer hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich musste kein einziges Mal bislang schruten am Sonntag. Jetzt ist halt dummerweise so gefallen, dass es nicht anders ging. Jetzt wird es halt am Sonntag gemacht. Wie gesagt, dafür ist dann vielleicht einmal wieder die nächsten paar Wochen Ruhe und es gibt keinen Lärm. Wie gesagt, die Leute, die müssen da damit leben. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß, es werden viele nicht verstehen und viel schimpfen da darüber, aber es gehört einfach dazu. So, in diesem Sinne wünsche ich jetzt viel Spaß beim Video. Ich fange jetzt das Schruden an.
Dann stelle ich die Kamera da auf die Treppen. Dann könnt ihr im Schrutvorgang zugucken, könnt euch den Lärm und da. Und ich mache derweil in der Zwischenzeit den Stollgor fertig. Den Innerstoll habe ich schon sauber gekehrt, ist schön der Roben drunter. Der Außenstoll muss noch gemacht werden. Und wenn wir fertig sind, sehen wir uns wieder. Die Schweineadler. Ganz bisschen am Mais mit neu. So, ich habe jetzt nur mal Mischung angemacht. Da ist jetzt ein bisschen anders gemischt. Ich habe da so ein eigenes System, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich habe oben so einen alten Arme, mit dem schütte ich es mir immer zusammen. Und da kann ich so in etwa abschätzen, was ich habe und mein. Warte schon passen. Ich berechne da jetzt nichts groß oder was, sondern ich hau das so auf gut Dünken zusammen. So wie es passt und so wie ich weiß, das funktioniert und die Viecher auch mögen. Genau. So, jetzt jungen wir das durch. Geht normalerweise recht zügig. Während das läuft, mache ich draußen gut sauber.
So, so, damit ist das Schroten beendet. Es ist kein großer Akt, normalerweise. Es geht relativ schnell. Ja, die macht ein bisschen Alarm, die Maschine. Aber wenn man es durch die Tür oder Numm macht, beziehungsweise wenn du jetzt über zum Haus läufst oder ein wenig auf die Kuppeln auf, dann könnte es genauso gute Staubsauger sein. Das ist jetzt nicht, wie will ich sagen, ein großer Motor, der vor sich hier rödelt, sondern das ist halt ein Elektromotor, der ein wenig durchschrudelt. Klar, er hat das drauf wie so ein Gebläse, aber es ist halt einfach so. Wie gesagt, es muss halt sein, ich brauche auch Futter für die Viecher und wenn ich es unter der Woche nicht schaffe, dann muss ich das halt jetzt machen. Und für die Hühner habe ich noch ein wenig was mit rüber geschaufelt. Von der Menge, das hat schön gepasst. Also das ist jetzt der Kübel für meine Hühner und das ist der Kübel für meine Schweine. Ja, ich habe so alter Mülltonner da, das ist 80 Liter Donner, die sind super. Kehre ich jetzt die Maschine noch ein bisschen ab, dass das nicht so ausschaut. Den Fußboden ein wenig zusammenkehren. Und dann ist das Asche erledigt. Auch am Sonntag. So, mach das Ding noch ein wenig sauber. Ich habe da so eine alte Autowaschbürste. Die nehme ich mir, um meine Wasserkübel draußen so richtig hier sauber zu machen. Also keine Angst, die war nicht vorher in Chemie oder was, sondern die habe ich mir eigentlich bloß wegen dem Stall gehabt. Die ist halt mittlerweile schon recht abgenutzt. Ja, ich habe schon einiges gesehen. Ich nehme die auch gerne als Handbesen so, wenn ich meine Maschine ein wenig sauber mache. Geht halt einfach gut, ne? Passt halt schon. Wir kehren das Ding jetzt ein wenig ab. Dann schaut es nicht groß und wild aus. Außerdem, da ist ja der Weg hier noch ein wenig so ein Schuh dran. Dass ihr die Viecher kriegen sollt und nicht wenn da rumfliegt. Die Arbeit ist gemacht, das ist erledigt. Das muss halt jetzt einfach am Saar. Ich bin ja nicht so, dass ich jeden Tag mache. Oder jeden Sonntag. Und das ist ja eigentlich nur was. Muss halt gucken, wenn es dringend notwendig ist. Jetzt war halt wieder der Moment. Ein Trick. Das ist nicht normal. Ja, Spinnarbe eben hat man halt im Stall. Ich lasse sie nicht vermeiden. Du kannst jeden Tag sauber machen und jeden Tag findest du wieder welche. Immer wieder amüsant. Machen wir Druckluftschlauch drauflegen, glaube ich. Thank you.
Südele. Müssen wir das sauber. Das passt. Ja, die neue Arme, wo ich gekriegt habe, die sind auf jeden Fall nicht. Die sind nicht schlecht, haben einen Schraubdeckel. Sind relativ groß. Ja, also ist jetzt für die alten Dürmerleinarme, die mittlerweile doch schon ziemlich zerfallen. Ja, das was im Fußboden war, das habe ich jetzt zusammengekratzt, das ist mir noch Mist. Haben wir ein wenig durchgekehrt dahin. Ja, Spinnarme im Hummer halt, das ist. Was für ein Frühjahr, dann haben wir eine große Putzaktion. Jetzt werden die noch rausgehängt. So, Stecker raus. Licht aus. Dann haben wir es in dem Stall auch geschafft. Ja. Die gehen mit nun dazu die Hühner. Das ist das Hühnerfutter. Das geht noch in den Mist. Containertür ist schon offen. Das ist der IBC-Container, wie ich gesagt habe. Wofür brauche ich denn? Ja, da wird was dran gesammelt. Was da davor auffällt, muss ich dann einmal da damit rausfahren kann. Was? Mies lachen. So. Gut ist. Ja, ja, ihr habt. So machen wir wieder zu. Genau, die Katzen da hinaus, wie sie wollen. Auch nicht schlecht. Seitdem habe ich auch rum mit Mäusen und Ratzen da hinten. Ich habe zwar immer Giftköder aufgestellt, aber das hat auch nicht immer funktioniert. Aber so funktioniert es. So, kutschen wir das da weg. Schöner Schwung. Zum Kehricht hätte es doch deiner Hühner geben können. Ja, hätte ich, aber der ist vom letzten Mal mit. Das letzte Mal habe ich nicht mehr sauber gemacht. Und naja, Quatsch. Muss ich weg. Das ist nicht einmal eine Arme voll. Ja, die WC-Container. So, das wird mit einer Hand nicht gehen. Stelle ich euch aber ab. Ja, wie man unsere unschwere Sicht, der Mist wird mehr. Innerhalb von einem Monat schon so viel. Oh weh, oh weh. Naja, darf man aber nicht vergessen, da vorne habe ich glaube ich schon das 6. oder 7. Mal Mist drauf gehaut. Zwar durch, dann ist wieder auf die Hälfte zusammengesackt. Dann kommt wieder Mist drauf. Zwei, drei durch, sackt es wieder in sich zusammen. Der Haufen wird nicht noch hinten länger, der Haufen sackt vorne zusammen. Der wird wesentlich dichter. Ja, also das funktioniert auf jeden Fall. Da geht schon noch irgendwas rein. Ein Haufen geht auch noch rein. Keine Angst. Schaut jetzt schlimmer aus wie gedacht. Ja, der Container fühlt sich schneller wie gedacht. Gut, ich habe auch gedacht, das geht nicht so schnell. Aber andererseits, ich habe einen großen Strohanteil auch im Mist. Und Stroh, da ist ein Haufen Luft dazwischen. Das muss ich erst setzen. Und dann ist der Haufen nämlich gar nicht mehr so groß. Ich könnte mich jetzt reinstellen mit einer Gabel, könnte wieder ein wenig aufschaufeln. Ich könnte den Radlader nehmen, könnte es ein wenig zusammenschieben. Wäre alles möglich, aber im Moment sehe ich da dafür noch keinen Bedarf. Wie gesagt, den Mist von den Schweinen kippe ich immer da oben auf, das sieht man vielleicht dort. Das muss ein schönes Vierecke da, das war die Mandelwanne, die habe ich halt früh reingekippt. Also, es läppert sich, es wird von der Mähe. Naja, und das kommt da rein. Und wenn das da mal voll genug ist, dann kommt der Teil davon aus aufs Feld. Ich brauche ja im Erbsenfeld unten noch ein bisschen Lahnmist, damit wir gleich einen Dünger haben, weil ja, Kunstdung kriegst du jetzt im Moment nicht. Ja, ich weiß, Kunstdung sucht man nicht.
Das heißt nicht Kunstdung, das heißt Mineraldünger. Das weiß ich schon, bei uns heißt es Kunstdung. Bleibe ich auch dabei. Das ist halt bei uns im Sprachgebrauch einfach so. Ja, wie gesagt, da kommt heuer ein wenig Mist mit rein. Muss aber gucken, ob ich dafür die Miststreue extra raus tue oder ob ich es einfach in die streue. Das werden wir sehen. Hauptsache, da kommt was mit rein. Naja, so sammelt sich es, wie gesagt, ein wenig. Da ist eine schöne dunkle Mist dabei und da ist ein Haufen Stroh mit dabei. Und das Ganze das setzt sich jetzt da hin, vermischt sich ein wenig. Und gibt natürlich ein Mistlachen. Mistlachen, sagt man wieder bei uns. Anera sagen Odel, anera sagen Jauche. Gülle wäre es ja nicht. Wie gesagt, Mistlachen kann ich euch auch mal zeigen. So, erst einmal den Container wieder zugemacht. Es weht mir im Moment nämlich so dermaßen, dass mir die Planart oder doch ein wenig verrutscht, dann kriege ich es am Schluss nicht mehr zu. Man, weg kann es ja nicht, die ist von auch fest, aber könnt jetzt, wenn der Wind hinten reindrückt, könnte es auch noch von auch geschoben werden, wenn es blöd ist. Und das ist nicht gut, weil dann komme ich nämlich ganz beschissen wieder nach. So, Mistlachen habe ich gesagt. Der Container hat Mistlachen, ja. Das ist das Wasser, was im Mist drin ist. Wenn der warm wird, dann läuft es raus. Und es ist Schwitzwasser, weil es im Container natürlich, wenn es draußen kalt ist, dann wird es da warm. Der Mist erwärmt sich. Es bildet sich quasi wie eine Art Dampf oder die Luftfeuchtigkeit steckt halt. Die Feuchtigkeit schwitzt dann aus, sammelt sich unter Planer und wenn genug unter Planer drauf ist, dann ringt es quasi im Container. Natürlich lang nicht zu vergleichen mit einer. Offener Mistplatten, ja genau, du musst es jetzt da reinfallen, ne? Jetzt darf ich da reinfutschen. Ja, lecker. Auf jeden Fall kommt da ein wenig was zusammen. Und das kann ich von da eben Horn ablassen. Ich habe ja am Container von da drauf den Horn, wie ihr wisst. Und was zusammenkommt, kann ich ablassen in den Arme. Siehe da, ich habe jetzt allerdings da ein Ästlein reingeschmissen, das musste ich rausholen und musste ich halt reinfutschen. Ist ja aber alles natürlich, was da innen ist. So, und der IBC-Container ist übrigens doppelt abgesichert, da kann nichts auslaufen. Ist meine Sammelstelle für den ganzen Sub. So. Keine Angst, der Arme steht nicht den ganzen Tag da drunter, der Arme läuft da nicht irgendwo über. Ja, viel ist noch nicht. Das waren jetzt so 30 Musa vielleicht. Der Arme steht natürlich nicht den ganzen Tag da vorne drunter. Da kann es nicht reinringen, dass er dann irgendwann überläuft oder so. Der Arme steht immer bloß drunter, wenn ich den Stall mache. Dann kann das raussuppen und wenn ich mit dem Stall fertig bin, tue ich ihn wieder weg. Der bleibt immer da. Da kann er nicht weg. Da kommt er nicht weg und dann sammelt sich das da innen. Ja, anderer haben wir Güllegrum. Der Güllegrumbauer kostet auch Schweinegeld. Ein IBC-Container, da waren teilweise Chemikalien drin gelagert. Ich glaube, da kommt was. Da waren Chemikalien drin gelagert, da waren Säuren drin gelagert. Die halten was aus, die Dinge. Warum sollen sie dann nicht eine Jauche aushalten? Oder ja, ist halt bei uns heißt die auch Mistlachen. Ist halt im Endeffekt bloß ein wenig Wasser und der Urin. Das ist ja nicht der Mist, also quasi die Scheiße von den Viechern mit. Warum sollte so ein Container dann nicht aushalten? Ja, aber der können doch auffrieren, der können doch. Kann er nicht. Die frieren nicht auf. Wenn der Deckel oben offen ist oder nicht ganz geschlossen, kann sich's ausdehnen, passiert nichts. Des Weiteren habe ich bestellt, sicherheitshalber. Einen Isoliermantel und einen Schutzmantel. Der wird dann hoffentlich demnächst einmal kommen. Da war das Ding eingepackt. Unten steht er auf einer Kunststoffpalette, also die gammelt da nicht weg. Die hält da was aus. Und vorne der Horn ist mit einem Schluss gesichert. Der ist dicht. Wie gesagt, das Ding das kostet ja auch für Säuren oder so nehmen. Der ist mit einem Schluss gesichert. Und außerdem ist ein Stopfen außen drauf. Also, bevor aus dem Ding was austritt, da muss ja auch eine mutwillig einen Schaden dran machen.
Ich sag einmal, der ist mindestens so sicher wie ein Güllegrub. Mützen und Händchen vergessen. Das steht an der Stelle natürlich noch nicht endgültig. Eigentlich haben wir einen Song, den müsstest du doch eigentlich vorne drunter stellen und den Horn. Dann kannst du den Horn immer offen lassen, läuft alles rein, ist richtig. Aber da vorne will ich es eigentlich, naja, weiß ich nicht. Naja, mal gucken. Vielleicht doch, vielleicht nicht. Wie gesagt, für mich ist das mein Lagerplatz und das funktioniert. Es ist mir ja bloß darum, dass das, was da oder weiglich und Suppen entsteht. Das funktioniert, weiß ich jetzt natürlich gar nicht. Moment. Ja, machen wir es einmal so. Nee, das ist für mich der Lagerplatz. Einer hat gesagt, da war Güllegruben, einer hat es nur im Container sammeln, da ist überhaupt kein Gruben, nichts drunter. Ja, ich fange es wenigstens dann ein wenig auf und versuche es wieder weiter zu verwenden. Warum sollte ich das auch nicht tun? Ich habe ein Fässler und mit dem Fässler möchte ich noch Möglichkeit auch mal ausbringen. Das ist natürlich jetzt dann mehr oder weniger reiner Mistlachen, immer Regenwasser, sprich die ist ziemlich unverdünnt. Das heißt, die darf da ziemlich gehaltvoll sein, relativ. Das heißt, langsam, das heißt, die kann ich auch mit Wasser dann noch verdünnen, bevor ich sie ausbringe. Und dann habe ich einen wunderbaren Dünner. Der 1000 Liter IBC-Container wird mit Sicherheit ausreichend sein. Ich glaube, mehr als 1000 Liter wird es eh nicht geben. Wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt drei Arme bislang drin, also drei Fuller Arme. Das waren dann 30 Liter. Und das ist ja eigentlich lachhaft, kann ich sagen. So. Das ist nichts. Bei anderen hat ja richtig ein Güllegruben oder was haben wir, oder Spaltenbuden. Da fallen jeden Tag hunderte Liter an. Und bei mir sind es jetzt am Monat haben wir 30 Moos. Also kann man ja hochrechnen, was es im Jahr gibt. Ja. Ja. Nicht die Welt. Gut, ich tue jetzt meine Kübel da noch rein. Und dann muss ich das Futter noch aussortieren. So, mein Futter ist auch aussortiert. Ist normalerweise auch eine Arbeit, die ich immer Samstag schaue, dass ich schaffe. Habe ich gestern dann auch nicht mehr geschafft, weil wir einkaufen mussten. Ja, deswegen ist das jetzt am Sonntag passiert. Also so viel immer zu der Sonntagsarbeit. Ist halt so. Ja, Futter ist fertig, aussortiert. Der Silo dort ist für die Schweine. Hinten der Arme, der ist für meine Viecher hinten. Da unten steht der Schrot für die Schweine. Da kochen wir jetzt noch ein paar Äpfel, die im Futter dabei waren. So, mein Futter ist auch aussortiert. Steht jetzt da. Da stehen noch ein paar gekochte Äpfel von gestern. Da in dem Pot, da kochen gerade Äpfel. Da drüben steht schon Silo für die Schweine. Dahinter noch ein Arme für meine hinten. Und da unten da ist noch ein Schrot für die Schweine. Ja, soweit fertig. Hühner haben wir ein paar Äpfel gekriegt. Ja, noch dürfen sie ja raus. Sollen sie sich ein wenig austoben. Da haben sie auch was zu tun. Die legen momentan auch gut Eier, da kann ich mich nicht beschweren. Tiger ist auch da, die hilft mir ein wenig. Stinke. Willst du mit rein, hä? Ja! Der will mit rein. Ja, wir machen jetzt dann Feierabend. Ja, wie gesagt, die Arbeit im Futter aussortieren ist normal auch was, was ich Samstag immer mache. Aber gestern waren wir noch einkaufen abends. Weil der Mutter war es nicht so gut. Dann sind der Vater und ich zum Einkaufen gefahren. Naja, und dann war es dort für Arsch zu spät. Deswegen ist das auch heute passiert. Also so viel zum Thema immer mit der Sonntagsarbeit. Ja, das gehört halt einfach dazu. Muss gemacht werden, muss gemacht werden. Ich lasse jetzt da die Äpfel noch nebenbei kochen. Da mache ich jetzt keinen großen Stress. Das kann voilà. Ich werde mir meinen Kachelofen ein wenig anschüren. Und hausen es doch irgendwie ein wenig. Mach nicht schön auf jeden Fall das Wetter. Es ist zwar jetzt nicht ganz so nass kalt wie die letzten Tage, aber es ist trotzdem irgendwie kalt. Der Wind dazu. Ja,
durchgefroren. Nee, ich gehe jetzt da rein. Dann mache jetzt erst einmal Feierabend soweit. Ich muss dann halt nur zwei Mal rein Stall, weil die wollen ja irgendwann ins Bett gebracht werden und die Schweine unten dann noch zumachen. Und hinten bei den anderen noch einmal vorbeischauen und dann ist gut. Dann langt es für heute. Ja, wie gesagt, also es hat immer seinen Grund, warum was irgendwie gemacht wird. Ja, gehört einfach dazu. In diesem Sinne würde ich sagen, das war's für das Video. Mal schauen, wann es online geht. Heute werde ich es nicht mehr schaffen, weil Sonntag, ja. Gucken wir mal. In diesem Sinne wünsche ich euch was. Wir hören uns wieder. Bis dann und Servus.